Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen hier wieder bei Avanti on Tour. Das ist Sonja. Ja, ne? Und mich kennt ihr ja auch mittlerweile. Ja. Dirk im Übrigen, für die, die das erste Mal ein Video gucken. Genau, wir sind in Danzig. Und ja, nehmen euch die nächsten zwei Wochen mit auf eine Reise durch Polen und hoch ins Baltikum. Jetzt sind wir natürlich nicht hierhin geflogen und was wir auf dem Weg hierhin erlebt haben, seht ihr nach einem Intro. Richtung Dresden. Aber so weit wollen wir ja gar nicht. Heute geht es nur bis Erfurt. Und ja, Ziel heute ist der Golfclub in Erfurt. War eine super Idee von Christian. Und ja, Christian hat ein bisschen rumgeguckt rund um Erfurt, wo wir stehen können. Aber irgendwie Park von Leuten gab da auch nicht viel her. Und dann haben wir dann den Deal gemacht mit dem Golfclub in Erfurt. Wir spielen dann nachher eine Runde und dürfen dann dafür die Nacht auf dem Parkplatz übernachten. Und ja, Christian, Nadine und Antonia kommen gleich auch noch dazu. Und dann werden wir noch einen lustigen Abend verbringen. Also wie immer, nur heute ohne Alkohol. Also das habe ich ganz klar von Anfang an gesagt. Wir haben morgen noch eine Mordsstrecke. Die zwei müssen auch morgen früh wieder arbeiten. Also heute ist nichts mit Whisky. Besser ist das. Besser ist das. Jetzt sind wir in Thüringen. Ne? Das war eigentlich nichts mehr von zu sehen. Ne? Die alte Grenzübergangsstelle hier in Herleshausen. Ja, für mich wird es jetzt hier ein bisschen nostalgisch. Ich war hier das letzte Mal vor, davon kann ich sagen, 35 Jahren. Nee, 34. So alt bist du schon. Na, ja, danke. 1986. Da war hier auch noch DDR. Also hier war noch richtig was los mit Grenzübergang und Kontrollen und Stacheldraht und weiß der Teufel. Also da gefällt mir da vorne der McDonald's mit dem Kinderspielplatz jetzt auf dem alten Areal doch deutlich besser. Ja, hier kommt auch dann Willkommen in Thüringen. Wir haben leider keine Zeit, um wirklich die schönen Dinge jetzt in Thüringen mal zu erkunden. Wartburg wäre hier direkt in Eisenach, Erfurt, Weimar, Gotha. Dann rüber nach Sachsen, Dresden. Also, machen wir ein andermal. Wir wollen ja schließlich an die Ostsee. Auf der Wartburg war ich schon. Du warst schon auf der Wartburg? Ja. Wow.
Jo, abenteuerliche Anfahrt hier bis zum Golfclub in Erfurt. Und ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das hier ist mit Zahlen. Und ja, Flughafen ist hier direkt in der Nähe, aber auf Flughäfen ist hier im Moment nicht viel los. Von daher gehen wir jetzt erstmal darüber. Und hier werden wir dann auch heute Nacht irgendwie stehen, aber ich denke, da werden wir uns noch ein bisschen gerader hinstellen. Das, naja, also ich glaube, bei Sonja ging es, wenn sie sich verkehrt rum reinlegt, aber ich fall raus. So, auf geht's. Also ich gebe zu, das ist jetzt wirklich fürchterlich dekadent, ne? Aber viele haben ja gefragt, wofür stopft Sonja in dem einen Video einen Akku hinten in das Golfkärrchen rein? Ne? Ja, ich weiß, es ist fürchterlich dekadent, aber dafür ist der Akku. So, und jetzt gehen wir mal da rein. Bis später. Jo, wir sind jetzt fast durch. Christian, Nadine und Antonia stehen schon oben, deswegen meine Kurzbemerkung oder Kurzkritik hier an dem Platz ist nicht ohne. Also sieht ziemlich einfach aus, aber das Gras hier links und rechts ist unfassbar hoch. Und naja, wir haben ein paar Bälle verloren, wir haben an Erfahrung gewonnen. Und jetzt spielen wir noch die letzte Bahn und dann hoffe ich, dass der Christian ein kaltes Bier dabei hat. Weil eins brauche ich jetzt nach der Runde. War nicht gut. Na guten Tag. Sag mal, wie siehst du aus? So, jetzt sitzen wir hier im, auf dem Parkplatz. Und ja, obwohl ich es eben gesagt habe, wir tun es nicht. Wir tun es doch. Ja, da ist auch der Christian und die Nadine und die Antonia. Hä? Wo sind die hin? Okay. Ja, und da, wie immer, der Avanti. Den ersten Regenschauer haben wir jetzt schon mal überstanden hier in Erfurt. Aber wie immer, ich habe jetzt Hunger, Christian auch. Und deswegen, ja. Du auch? Alle anderen auch. Alle anderen auch und deswegen wird jetzt gegrillt. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir ja noch auf der Anreise sind, brauche ich heute nichts ausräumen. Nein, wäre kein Problem gewesen. Ich habe ja, also Grills haben wir ja genug mit. Aber das überlasse ich heute mal dem Kollegen Christian, der hat es auch viel näher nach Hause. Dann kann der nämlich morgen das ganze Gelumps wieder sauber machen. Aber der hat sogar noch Platz in seinem Heckstauraum. So sieht es aus, wenn man vor der Haustür. Ja, das ist, wenn man vor der Haustür sitzt, genau. Ja, hat ganz gut geschüttet gerade. Aber jetzt machen wir was zu essen. Ja, wir sind natürlich nicht umsonst hier bei Erfurt lang gefahren, ne? Christian? Ah, die sind einfach ein Traum, ne? Können wir morgen noch kaufen. Oder so, ja, wir haben Gefrierbeutel vergessen. Du! Richtig, ich bin's schuld, wie immer.
und hier wird auch immer älter. So. Ja, da kommen wir nicht drum rum, ne? Ja. Und die einen, die bringen auf dem Campingplatz. Irgendwo bei Saalfeld, irgendwo im Thüringer Wald, ja, wie ich immer so sagen, Pfleger an der Stelle, ne? Es könnte uns schlechter treffen, ne, Christian? Das Maismehl wahrscheinlich, ne? Oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob für die Wurst das Brötchen zu klein ist oder umgekehrt, aber. Oder? Ist halt eine Wurst, ne? Ich hätte jetzt beinahe was gesagt, aber nein, hier gucken ja auch Kinder zu. Das sind 20 Zentimeter. Das Schöne an dem Grill ist jetzt, ich muss es sauber machen. Genau. Toll. Ja, ich muss Timo jetzt an der Stelle kurz mal Abbitte leisten. Eigentlich wollten wir heute Abend den zweiten Prototypen testen, aber war jetzt hier mit offenem Feuer. Ja, wollte ich gerade sagen, hier direkt neben dem Golfplatz wollten wir das mal ein bisschen lassen. Aber vielen lieben Dank euch beiden für die wunderbare Beköstigung hier. Ich bin echt froh, dass ich den Grill nicht sauber machen muss heute Abend. Ne? Du musst es aber nicht so laut sagen. Nee, sag ich ja gar nicht. Das gehören ja nur wir vier hier. Und Antonia, du hast nichts gehört. Doch? Gut. Ist geil, oder? Dass er direkt weiß, was ich meine. Ja, da waren es nur noch drei. Nadine bringt dann mal Antonia nach Hause und bleibt dann auch noch. Ne? Und ja, wir wollten ja keinen Alkohol trinken. Trinken wir auch nicht. Nee, ich halte das mal in die Kamera. Es ist ja eigentlich flüssiges Gemüse. Ja, also Kräuter und also nur gesunde Sachen. Ich habe keine Idee, wie das heute Abend hier endet. Aber wir machen jetzt auch mal Schluss. Morgen früh geht's weiter. Ciao. Ja, guten Morgen aus Erfurt. Wir haben die Nacht am Golfplatz ganz ruhig und ja, war richtig schön hier. Auch vom Flughafen hat man nichts gehört. Die Einflugschneise fängt ja da hinten an, aber kein einziges Flugzeug war hier zu hören. Also wunderbar. Da hinten kommt tatsächlich auch jetzt um 8 Uhr der erste Golfer. Hätte ich schon mit mehr gerechnet. Also bei uns fängt das dann meistens morgens um 6 Uhr schon an. Aber alles gut. Ja, der Kollege schläft noch. Den werden wir jetzt mal wecken, weil wir haben heute noch gut 600 Kilometer zu fahren, wollen heute noch bis Kolberg an die Ostsee, also dann schon auf polnischer Seite, und ja, frühstücken werden wir gleich irgendwo unterwegs, weil wir haben noch den Großraum Berlin vor uns und da wollen wir so zeitig wie möglich drum herum kommen. Es ist heute Freitag, da dürfte also entsprechend genug auch los sein. So, die Maus ist schon am Spülen, das haben wir noch von gestern Abend, ne? Hatten wir keine Lust mehr zu. Tja, dann musst du heute Morgen leiden. Das ist nicht schlimm. Also Christian hat jetzt unbedingt darauf bestanden, auch mal die negativen Seiten des Thema Vanlifes auch mal so zu zeigen. Ne? Also ich mach das jetzt mal. Ja, also so sieht das aus. Viel Alkohol. Und dann natürlich dreckige Kinderfüße. Ne? Da kann er gleich erstmal alles sauber machen. Ja, das ist Antonia gestern mit schlammigen Schuhen reingetappt. Der Papa freut sich. Ja, der Papa freut sich. Ah. Irgendeiner muss das jetzt in Ordnung bringen. Ja, das wirst du sein. Es scheint so. Ja, kurzer Boxenstopp hier Höhe Berlin. Wir haben jetzt ungefähr die halbe Fahrstrecke für heute erledigt. Wir haben noch knapp 300 Kilometer jetzt vor uns. Es ist 12 Uhr Mittag. Lief eigentlich ganz gut, aber die Strecke war natürlich von Erfurt aus über
Sangerhausen und dann durch Halle durch. Ah, ziemlich wuselig, ne? Ja, jetzt hier rund um Berlin ist natürlich auch der Bär los, der sprichwörtliche Berliner Bär. Und dadurch, dass wir noch nicht gefrühstückt haben, das machen wir jetzt. Und dann, wie gesagt, haben wir noch 300 Kilometer. Wir werden dann an der polnischen Grenze nochmal anhalten müssen, weil wir die Via-Box brauchen. Und das zeige ich euch dann aber noch im Einzelnen. Jetzt gibt es erstmal, oh ja, auch geil, Sprinter. Jetzt gibt es erstmal Frühstück um 12. Ja, wie immer meisterhaft zubereitet von der Maus. Aber wirklich nur so ein bisschen auf die Schnelle, ne? Für großes Gelage haben wir keine Zeit. Ja, jetzt wären wir in Polen. Jetzt geht es um die Via-Box, hatte ich ja eben schon gesagt. Also das war tatsächlich in Tschechien an der Grenze deutlich besser beschildert. Da waren riesige Markierungen, wo man hin musste. Hier müssen wir uns jetzt mal durchfragen. Und keine Ahnung, schauen wir mal. Also wer glaubt, dass die Deutschen die Bürokratie erfunden haben, ne? Der sollte man an einer polnischen Grenzstation eine Via-Toll-Box holen. So. Also, ich zeige euch das jetzt mal. Ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Seiten Dokumente. Plus nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf Kassenzettel. Also allein für das Papier hätte ich wahrscheinlich nochmal 10 Euro extra bezahlen müssen. So, ist ganz einfach. Ich habe ein Video dazu gemacht, wie das in Tschechien funktioniert. Verlinke ich euch nochmal hier oben. Streich Tschechien, setzt Polen hin. Ist dasselbe. Ist genau das Gleiche. Mindestaufladebetrag sind 30 Euro für die Nutzung der Autobahn bzw. auch der mautpflichtigen Straßen. Da ist immer dann, wenn man über 3,5 Tonnen ist, sind auch einige Landstraßen mautpflichtig. Er hat dann gefragt, welche Route wir nehmen und sagte, 30 Euro ist der Mindestaufladebetrag, sagt er, reicht dicke. Und 30 Euro Kaution, also jeweils 120 polnische Zloty. Ja, und jetzt kleben wir das Ding wieder vorne an der Windschutzscheibe fest und dann geht's weiter. Ist auch, glaube ich, genau das gleiche Gerät wie in Tschechien auch. Die Maus packt das mal aus. Ja, ich glaube, das ist das Gleiche. Das sind zumindest die gleichen Klettbänder. Sind die gleichen Klettbänder, genau, ja. Flächenreiniger. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Die Scheibe ist ja fast so gut wie sauber. Fast, ja. Ja. Also wir machen hier mal weiter und dann seht ihr gleich, wie es fertig ist. Jo, da unten hängt sie jetzt, beziehungsweise klebt sie jetzt. Und ja, wir haben noch 140 Kilometer bis zum Etappenziel. Mal schauen, ob es piept. Sieht gut aus. Muss nur einmal piepen, ne? Genau. Ja, einmal hat es schon gepiept, also scheint zu funktionieren. Das erste, was man direkt hinter der Grenze sah, war ein riesiges Amazon-Verteil-Logistikzentrum. Achtung, jetzt piept's. Piep. Gut, also das funktioniert. Und wir fahren jetzt mal Richtung Kolberg. An der Stelle vielleicht noch gerade ein Hinweis. Ich kann kein Polnisch. Und ich werde auch in den 2 Wochen wahrscheinlich kein Polnisch lernen. Da aber die meisten Städte und Dörfer, die wir hier oben besuchen oder durchqueren werden, noch deutsche Namen haben oder deutsche Namen hatten, halte ich mich jetzt in den 2 Wochen tatsächlich an die deutschen Namen. Bitte da um Nachsicht.
bei dem anderen drehe ich mir wahrscheinlich ein Loch in die Zunge. Von daher geht es jetzt erstmal Richtung Kolberg, direkt an die Ostsee. Und da haben wir schon bei Park von Eiden Stellplatz gefunden für heute Nacht. Gucken wir uns mal an. Und dann werden wir vielleicht noch ein bisschen den Grill anwerfen, ne? Wäre eine Idee. Wäre eine Idee, ne? Ich glaube, wir haben da noch. Ja, wir haben. Thüringer. Wir hatten ja gestern so viel mitgebracht, damit es eigentlich für uns alle fünf reicht. Die Idee hatten aber auch Nadine und Christian. Die haben dann auch so viel gekauft, dass es für fünf reicht. Es hätte noch für viel mehr Leute also, gereicht. Also wir hätten ein mittleres Treffen da gestern Abend bekochen können von. Aber war wieder super lieb mit den dreien. Und ja, jetzt fahren wir mal weiter. Ja, wir sind jetzt in Kolberg, eigentlich direkt an der Ostsee, aber ich glaube, bis zur Ostsee sind es tatsächlich noch 100 Meter und die können wir tatsächlich auch nicht mehr mit dem Auto überwinden. Aber wir stehen jetzt hier auf einem alten Kasernengelände, Flughafengelände, keine Ahnung. Da drüben ist auch noch ein Stück vom Flughafen in Betrieb. Das heißt, Drohne hier hochjagen ist auch nicht. Ansonsten ist hier Platz für locker 200 Wohnmobile. Ja, den haben wir auch wieder über Park for Night. Ansonsten, ja, wie gesagt, nichts Wildes für heute Nacht. Wird es auf jeden Fall reichen. Ja, vielleicht gerade noch so ein paar Gedanken. Anreise hierhin war bis auf die letzten Meter super. Also die Autobahn von Stettin hier hoch, ganz neu, komplett wie geleckt, also vom Feinsten. Und ja, man betreibt hier auch einen Riesenaufwand, gerade in den Wäldern hier in Pommern, mit Wildübergängen und Untertunnelungen und Brücken über die Autobahn. Also absoluter Wahnsinn. Wenn man dann allerdings von der Autobahn runterkommt und hier so die Landstraßen oder in den alten Städten hier, die uralten Kopfsteinpflasterstraßen fährt, dann wird das Auto natürlich gut durchgeschüttelt. Ne? Und da bin ich dann froh, dass wir einen Lastrada-Aufbau haben, der das da einigermaßen rappelfrei ertragen hat, gell? Du hast auch tüchtig gerappelt unterwegs, ne? Ja. Immer noch. Schleudertrauma. Ja. Aber schon 20 vor 6 haben, hole ich jetzt mal irgendwie einen Grill raus, ne? Oder? Ja. Gut. Gute Idee. Ja, ich habe ihn hier in einem extra Video schon vorgestellt vor ein paar Wochen. Unseren neuen Safari Chef 2. Ja. Ja, wir haben ja mehrere Möglichkeiten hier zu grillen. Wir können hier auf Gas grillen, wir können auf Holzkohle. Wir haben ja alles Mögliche dabei. Werden wir im Laufe des Urlaubs noch testen. Wir haben auch den neuen Prototypen von Timo dabei, also die Version 2.0. Die werden wir auch noch testen. Und ja, jetzt erstmal auf Gas. Feierabend für heute. Wir haben dann gerade mal den neuen Safari Chef 2 getestet, aber ich muss ehrlicherweise sagen, mit etwas zwiespältigen Gefühlen. Also, wie gesagt, das andere Video habe ich just gerade vor einer Stunde freigeschaltet, wo ich das jetzt hier in die Kamera quatsche. Also wir haben heute Freitag, jetzt 19 Uhr. Da gibt es so ein paar Dinge, die gefallen mir überhaupt nicht. Zum einen ist das Grillrost jetzt offen. Na, eben, beim alten war das ja so eine Pfanne, so eine Platte, richtig. Hier kommt also direkt Öl auch an den Brenner. Das hat eben eine richtig schöne Stichflamme hier gegeben. Natürlich, weil die Steaks auch übelst mariniert waren und auch gut Saft abgegeben haben. Mit Würstchen wäre da wahrscheinlich nicht passiert. Und natürlich, der Pflegeaufwand ist, ja. Die Rillen sind halt tiefer, ja. Ne? Wie vorher. Und, ja. Von daher, noch nicht ganz zufrieden. Aber wir haben ja auch noch Holz dabei, wir haben noch Holzkohle dabei und wir haben noch einen normalen Grill mit. Also alles gut. Ja, jetzt genießen wir noch ein bisschen die Aussicht. Noch hier auf dieses Feld. Und irgendwo da hinten soll die Ostsee sein. Aber da kommen wir morgen zu. In dem Sinne erstmal hier aus Kolberg. Gute Nacht.